Auf diesem Kanal sind Sie richtig, wenn Sie Ihr Unternehmen und sich selbst zukunftssicherer machen wollen. Die Netzsch-Gruppe ist ein 150 Jahre altes, inhabergeführtes und erfolgreiches Familienunternehmen im Bereich Maschinenbau. Die mehr als 4000 Mitarbeiter arbeiten in drei Geschäftsbereichen mit Produkten für fast jede Branche. Wir haben mit Netzsch die Zukunftsstrategie für die Holding und für die einzelnen Geschäftsbereiche entwickelt. Ich habe einen der beiden Inhaber, Paul Netzsch, dazu befragt, wie seine neue Zukunftsstrategie aussieht, was sie kennzeichnet und wie sie auf sein Unternehmen und die Mitarbeiter wirkt. Dies ist der erste Teil des Interviews. Den Link zum zweiten Teil finden Sie in der Beschreibung. Am Ende des Interviews fasse ich für Sie aus meiner Sicht die wichtigsten Punkte zusammen, die Sie von der Netzsch-Gruppe lernen können, auch für kleine Unternehmen. Herr Netzsch, Sie haben ja verschiedene Geschäftsbereiche. Pumpen und Systeme, Malen und Dispergieren, Analysieren und Prüfen und weiteres mehr. Wie lässt sich Ihr Unternehmen in wenigen Sätzen beschreiben? Unser großer Vorteil eben ist, dass wir so schön breit diversifiziert sind und somit würde ich sozusagen als globales Mehrbereichsunternehmen beschreiben, das halt in diesem ganz klassischen Investitionsgütermarkt unterwegs ist. Und glaube, wie viele andere kann man jetzt nicht mehr noch von Maschinen- und Anlagenbau sprechen, sondern natürlich vermehrt von intelligenten Maschinen und Subsystemen bis hin zu Software, was wir so anbieten. Was war Ihr Motiv, mit uns Ihre Zukunftsstrategie zu entwickeln? Wir hatten ja wirklich in dem Prozess mit Ihnen so Momente, wo wir uns halt sehr offen mit den Dingen auseinandergesetzt haben. Dass das jetzt dann bei uns auch ganz bewusst ein Outside-In-Approach sein sollte, weil man halt in einer gewissen Fokussierung immer arbeitet, die dann halt auch zu einer gewissen Betriebsblindheit führen kann. Und sich immer wieder mal in so einem Strategieprozess so einen Ansatz zu gönnen, wo man dann wirklich einfach mal von außen nach innen hereinzoomt und eben über die Zukunftsannahmen und die ganzen Möglichkeiten sehr, sehr viel halt im Konjunktiv sich heranarbeitet, das kann man wirklich, glaube ich, auch nur empfehlen, das immer mal anzuwenden. Ja, man bewertet für sich, in welcher Phase das Unternehmen ist. Wenn man in der Konsolidierungsphase ist oder sein Markt gerade einen hohen Druck ergibt, dann sollte man es vielleicht genauso machen wie in der guten. Ja. Also da gibt es dann auch nicht sozusagen, ja, jetzt haben wir gerade mal den Rücken frei, jetzt können wir uns das wieder erlauben, sondern, glaube ich, einfach wirklich immer wieder in einem immer wieder mal, ja, Modus. Das Ziel einer Zukunftsstrategie ist, ein Unternehmen zukunftssicherer zu machen. Sie haben ja noch viele Jahre an der Spitze von Netzsch vor sich. Dennoch gefragt, wie würden Sie einem Nachfolger oder Käufer gegenüber argumentieren, dass Netzsch zukunftssicher ist? Da wird wahrscheinlich auch jeder dann seine eigene Leistung und seine eigene Einschätzung dazu wieder einbringen. Deshalb kann man ihm, glaube ich, auch aus der längeren Historie einfach nur wieder mitgeben, dass wir eben diese breite Diversifizierung nicht nur denken, sondern halt auch wirklich leben müssen und dabei halt auch darauf achten, dass wir keine Korrelationen haben sozusagen zwischen den Endbranchen. Ja, weil da zeigt sich eben gerade die Stabilität. Wir haben unterschiedliche Zyklen, also wir haben Geschäfte, die langzyklisch sind und kurzzyklisch sind, die mit der Konjunktur gehen und die eher azyklisch gehen und das eben über ganz viele verschiedene Kundenbranchen hinweg, was uns eigentlich immer so, wir nennen das Natural Hedge, bietet. Und somit feiern wir dann nächstes Jahr 150 Jahre und ich hoffe, dass ich das zusammen mit meinem Bruder auch weiterhin so auf die Beine stellen kann und dann eben einem Nachfolger übergeben kann, der aber dann natürlich wieder die Zeit für sich einschätzen muss. Die klassischen Strategen sagen, dass man Fokus braucht, aber Sie sind in vielen Geschäftsbereichen aktiv. Wie bekommen Sie die strategische Maxime Fokus und Ihre verschiedenen Geschäftsbereiche unter einen Hut? Wir probieren sozusagen auch für die Holding nach diesem Added Value zu suchen, den wir leisten können. Und dort wäre unser Fokus eben sozusagen diese Investitionsgüterbranchen, die wir sozusagen gut managen können. Wir müssen lernen, Komplexität und Dynamik zu managen und eben diese Anpassungsfähigkeit, die Gruppe auch immer wieder bewiesen hat. Wir hatten mal mehrere Bereiche in diesem ganzen Porzellanindustrieumfeld. Da mussten auch mal was verkaufen, konnten mal ein Spin-off machen, konnten was weiterentwickeln. Und das ist sozusagen unser Fokus, ja, der Fokus auf die komplexen Investitionsgüter und darin eben gut sein.
Und innerhalb der Bereiche können die natürlich dann ihren eigenen Fokus finden. Und der liegt bei uns dann eben darin, dass wir uns immer als jemand verstehen, der die Prozesse des Kunden mit weiterentwickeln kann. Also Anwendungswissen ist unser Fokus noch viel mehr als jetzt sozusagen die Hardware oder den Service, den wir bieten, dass wir sagen, okay, wir kennen uns halt auch mit deiner Branche aus. Ja. Wir haben ja weitaus mehr Chancen erkannt und diskutiert, als Sie jetzt wirklich in Ihrer Strategie nutzen und umsetzen. Das ist immer etwas schmerzhaft, aber letztlich ja richtig. Man muss wie ein Winzer die Reben schneiden, damit die wenigen übrig gebliebenen gesund und kraftvoll sind. Und es bleibt ja dann immer noch ein großer Pool an ungenutzten Chancen übrig, der auch dann zukunftssicherer macht, weil er zeigt, dass selbst wenn die heutigen Zukunftsprojekte nicht gelingen, es noch mehr Existenzgrundlagen für die Zukunft gibt. Wie haben Sie erreicht, dass die Mitarbeiter und Investoren in Ihrem Unternehmen eine glänzende Zukunft sehen? Das mit den Investoren ist, glaube ich, so der Punkt, wo ich gerne einhaken würde. Wir arbeiten beispielsweise auch intern mit so einer Art Portfolio-Management-Ansatz. Und ein Punkt, der bei uns daran besonders ist, dass wir ja einerseits eine auch eher finanzwirtschaftliche Investorenperspektive einnehmen und auch mit so einem stark stringenten BCG-Ansatz auf Performance trimmen, aber auch im vollen Bewusstsein einen zweiten Ansatz von Strategizer nehmen, der halt stark auf Innovation und Kreativität getrimmt ist. Also ich glaube, diese Balance dauerhaft auch auszuhalten, den Leuten das zu erklären, wann wende ich welche Fragestellung an, ist, glaube ich, ganz wichtig, weil wir so auch immer wieder diesen Punkt, müssen wir uns anpassen, müssen wir was Neues für uns erschließen, bringen. Ja, und die Anpassungsfähigkeit, das sind natürlich unsere Mitarbeiter, auf denen der Erfolg fußt, alle zusammen. Und somit ist, glaube ich, auch ein Punkt, den wir da mitgebracht haben, ein kultureller, ja, ein Soft-Fact. Wir hatten so eine Art Grassroot-Movement am Laufen, wo unser Proven Excellence entstanden ist. Das sieht man bei uns in der Außenwirkung, aber das hat auch eine sehr starke kulturstiftende Wirkung so nach innen. Ja, und da liegt es dann, ja, in der großen Netsch-Familie sozusagen, in allen Mitarbeitern, die stetig halt entweder kleine Arbeitsschritte oder auch große Ausrichtungen hinterfragen und das aktiv vorantreiben. Ja. Wir haben gemeinsam Ihre Zukunftsannahmen robuster gemacht. Wie erkennen Sie das und wann Sie Ihre Strategie ändern müssen? Da sind wir natürlich auch noch am Üben. Ich glaube, ein Punkt ist ganz spannend jetzt in der neuen Methodik, das Thema der Zukunftsannahmen. Ja, zusammen mit dem Krieg in der Ukraine haben wir jetzt das erste Mal aktiv unsere Zukunftsannahmen hinterfragt und dadurch versucht, Anpassungsnotwendigkeiten zu identifizieren. Und waren ganz glücklich, dass wir eine stärkere Blockbildung schon mal vorher mit reingedacht hatten. Aber ich glaube, diese Punkte sind halt ganz wichtig. Also, dass wir es schaffen, in dieser Balance zwischen Performance und Create, nennen es wir, also Neuentwicklung, zu managen. Und das mit allen Mitarbeitern, eben mit diesem großen Kulturaspekt. Und dann halt eben uns diese Werkzeuge, die wir jetzt haben, zum Beispiel über ihren Strategieansatz, aber halt auch aktiv zunutze machen, und sie nicht wieder einschlafen lassen. Ja. Ich glaube, das ist schon ein wichtiger Punkt auch, weil halt viele solche Organisationsinitiativen, auch unsere Kulturinitiative, hat natürlich so eine Sinuskurve oder so einen gewissen Jojo-Effekt, wie man ihn auch kennt bei Innovationen oder so, wo einfach Beharrungskräfte oder die Lebensschicht, wie man es manchmal bezeichnet, im Unternehmen halt immer wieder dämpft. Ja, Gewohnheiten machen uns effizient, aber wenn es um Flexibilität geht, sind Gewohnheiten natürlich eine Widerstandskraft gegen Veränderung. Wie ziehen Sie gute Mitarbeiter an und wie halten Sie sie bei Netsch? Wir bei der Future Management Group glauben, dass es nicht reicht, nur gute Arbeitsbedingungen und Wohlgefühl herzustellen, sondern dass man ambitionierten Mitarbeitern auch eine motivierende und eine überzeugende Mission anbieten muss. Deshalb haben Ihre Geschäftsbereiche jetzt eine Mission, die zeigt, wie Ihr Unternehmen dazu beiträgt, dass die Zukunft gut wird. Wie gewinnen Sie Ihre 4000 Mitarbeiter für die Zukunft Ihres Unternehmens? Wir sprechen dann gerne von der erweiterten Netsch-Familie mit ungefähr 10.000 Leuten, die davon abhängig sind. Also wir verstehen das immer so in der Breite. Und ich komme da drauf, weil Sie hatten die Mission Statements gerade erwähnt. Das Schöne ist, wir hatten das vorher nicht so deutlich.
und können jetzt vor allem nach innen auch, glaube ich, ein attraktives und auch motivierendes Statement in Richtung Purpose-Driven Management halt jetzt liefern, ja, den Leuten diesen Zweck geben und damit vielleicht auch wieder diesen Bogen auf die Anpassungsfähigkeit schließen. Weil wenn man von allen diese Dynamik sozusagen und das Hinterfragen erwartet, muss man ja trotzdem eine Konstanz geben, worauf und wofür hingearbeitet wird. Und das ist jetzt, glaube ich, noch ein wertvoller Aspekt, den wir hier jetzt mit im Bündel unserer Tätigkeiten haben. Nachdem Sie ja gestartet sind mit der Investor, ja, dem man hier das positiv verkaufen will, habe ich Ihnen natürlich jetzt ziemlich viele Softfacts genannt, die immer schwer zu bepreisen sind. Aber das ist halt vielleicht auch gerade noch einer unserer Vorteile als familiengeführtes Unternehmen, dass wir uns da nicht einem Druck auferlegen müssen. Genau, da ist man selbst der Investor und muss sich nicht von Dritten kurzsichtig machen lassen. Das führt dann letztlich auch zu einer nachhaltigeren Finanzstrategie. Was außer motivierender, überzeugender Mission tun Sie noch, um Mitarbeiter anzuziehen und zu halten? Gerade die Jüngeren, die ja sehr anspruchsvoll sind. Ich denke, dass gerade diejenigen, die sich dann für Netsch entscheiden, vor allem halt durch ein sehr, sehr positives Betriebsklima, was halt wirklich irgendwie davon eingetragen wird, dann motiviert sind und bleiben. Wir haben sehr, sehr lange Betriebszugehörigkeiten und verspüren natürlich trotzdem auch das Problem, weil Sie gerade die jüngere Generation angesprochen haben, dass man die jungen Experten, ja, und es ist jetzt so ein Mischmasch aus Fachkräften und Akademikern, die jungen Experten teilweise eben in unsere Regionen und Standorte nicht so leicht bekommt. Wir jetzt aber ja auch verstärkt zum Beispiel mit einem Inkubator und anderen Aktivitäten auch zeigen, dass auch in so einem familiengeführten Mittelstand sehr, sehr viel Dynamik ist und spannende Dinge sich immer wieder auftun können. Also ich glaube, der Ansatz, den ich hervorhebe, ist, dass wir eben zeigen, dass wir sehr attraktive Entwicklungsmöglichkeiten haben. In einer flachen Hierarchie, wo man einen Eigentümer auch mal trifft, kann man sich auch zwischen den Geschäftsbereichen hin und her entwickeln. Und das ist, glaube ich, das, was sich viele ja wünschen, in den großen Konzernen irgendwie erwarten, weil man sagt, ach, da gibt es ja so viele Möglichkeiten, es dort dann aber doch auch immer gar nicht so leicht ist, zu rotieren. Und da können wir uns vielleicht noch herausheben. Aber das ist natürlich etwas, was ganz, ganz schwer nach außen zu bewerben oder zu beweisen ist. Und somit sind wir wirklich darauf angewiesen, dass die Leute mal ein paar Tage bei uns gearbeitet haben. Wir sehen in den letzten Jahren immer mehr, dass Unternehmen, die eine positive Zukunft für die Gesellschaft gestalten, deutliche Wettbewerbsvorteile bei Kunden, aber auch bei Mitarbeitern haben. Selbst wenn man seine Zentrale nicht gerade in einer pulsierenden Metropole hat, so wie Sie. Wenn wir eine Mission entwickeln, ist der Purpose ja immer ein Teil davon. Wir nennen das den gesellschaftlichen Beitrag. Wie ist Netsch gut für die Welt? Wie schaffen Sie auch eine Bright Future? Was antworten Sie den jüngeren Bewerbern? Ich glaube, dort ist schon am attraktivsten der Bereich von Analysieren und Prüfen, weil die halt wirklich aktiv auch an spannenden Forschungsthemen dran sind in der Materialwirtschaft, wo man dann auch für sich selber einen etwas ja, direkteren Beitrag finden kann. Ja. Wir haben überall sozusagen die Standards mit drin, dass wir natürlich unsere Lösungen und Produkte energieschonend und mit weniger Less Waste, Lean, Asset Light und alle diese Dinge zur Verfügung stellen wollen. Da schaffen wir auch mal um 30% Energieeinsparung durch eine Innovation des Prozesses beim Kunden, ja, wenn wir rechts und links von unserer Maschine schauen dürfen. Das ist diese Anwendungskompetenz, die wir dann einbringen können, weil man optimiert immer viel mehr den Prozess als nur die einzelne Maschine. Ja, bei der Maschine kann man ein bisschen was rausholen, wenn man breiter gehen kann, dann kann man mehr erreichen. Das ist sozusagen der Standard, der da drin ist. Und dann probieren wir, und das ist der Anspruch, den wir an uns setzen, eben schon noch ein Quäntchen mehr in dieser indirekten Logik zu erreichen und engagieren uns halt auch in Märkten, wo wir sagen, die werden die Welt jetzt prägen, wie alternative Proteine und das Thema ja, Energy Storage oder Batterien. Dort sind wir aber halt immer sozusagen indirekter Partizipant. Ja, indem wir eine gute Technologie zur Verfügung stellen, kann niemand anders dann richtig viel erreichen. Dankeschön, Herr Netsch. Was können Sie von Paul Netsch und seinem Unternehmen lernen?
Netsch sieht es als unbedingt nötig an, sein Unternehmen regelmäßig kritisch von außen zu betrachten und seine Zukunftssicherheit in Frage zu stellen und neu zu denken. Auch Netsch sieht strategischen Fokus als Voraussetzung für Erfolg, aber sie können auch in verschiedenen Geschäftsfeldern erfolgreich sein, wenn sie unabhängig voneinander von verschiedenen Personen geführt werden. Netsch hat sowohl eine rationale finanzwirtschaftliche Perspektive auf die Geschäftsfelder, Balance, als auch eine sehr kreative, chancenorientierte Perspektive, Create. Das schließt sich nicht unbedingt aus. Netsch hat seine Zukunftsannahmen überprüfbar gemacht, um auf Überraschungen frühzeitig vorbereitet zu sein und das Unternehmen wach und agil zu halten. Netsch zieht gute Mitarbeiter mit einer überzeugenden und motivierenden Mission an. Und Netsch macht mit seiner Mission klar, wie Netsch dazu beiträgt, dass die Zukunft der Gesellschaft gut wird, damit auch die Zukunft des Unternehmens gut wird. Netsch hat unser Future Strategy Program genutzt, um ihre Zukunftsstrategie zu entwickeln. Sie finden in der Beschreibung einen Link dazu. Ich wünsche Ihnen eine glänzende Zukunft. Have a bright future.